Herzlich willkommen zur Wanderfahrkarte auf diesem Marsch. Wir sind gerade bei den Erdenfeld Nummer 14. Wir tanken nebenbei den Drescher ab und sammeln ein bisschen Stroh, um das Lager wieder aufzufüllen auf 100%, also auf 800.000 Liter. Dann sollte es reichen. Ja, und dann schauen wir, ob wir bald 14 und 2 reif werden. Da fehlt auch nicht mehr viel. Optisch ist es zwar schon reif, aber prozentual noch nicht. Und deswegen geht es auch noch nicht. Wollte alle mit 2 beginnen und dann mit 15, also im Prinzip parallel machen. 2 und 15. Klappt nicht so wie. Aber das ist auch egal. Bei 83%, oh, das ist. Das war nachts auch so. Gegen 10 und war dann gegen früh. Also, da kommt genau die Ernte, der Regen. Das ist schlecht. Acht Urin, dann wird's kritisch. Oh je. Dann werden wir Gras machen. Weil das so nachts teilweise überwiegend. Und hier werden wir aussehen. Erstmal. Dann werden wir das mal aussehen. Gras. Ob das nochmal jetzt in diesem Herbst noch ein Schnitt wird, weiß ich nicht. Aber das ist im Frühjahr halt. Ich versuche 2 Ernten rauszubekommen pro Jahr. Ob es gelingt, das weiß ich noch nicht genau. 14 war ja blank, da war ja gleich am zweiten Tag gesät. Als erstes. Ob das so eine Auswirkung hat auf. Müsste eigentlich nochmal 2 auch bald reif werden oder 14. Ja, weil beides eigentlich zur gleichen Zeit ausgesät wurde. Zeitlich gesehen. Na ja, gut. Ein bisschen Stroh sammeln wir noch. Und wenn dann mit der Ernte fertig ist, dann haben wir Stroh aufhören und dann mit der Aussaat beginnen. Beziehungsweise wir werden es dann gleich vorbereiten. Ja. Geht mal rein, ne? Sind wir wieder voll. Ah ja. Kleiner Berg hier. Schaffbar, ne? %, ja. Ich meine, das würde genau passen, ne? Also im Prinzip hier Gras aussehen, dann kommt der Regen, das passt genau. Jetzt können wir mal ein bisschen die Zeit ein bisschen reduzieren, ne? Sonst ist das nämlich hier. Dann haben wir ein Problem mit 3 Tagen. Ich möchte aber nicht mit 6 Tage spielen oder mit 9, das dauert einfach zu lange.
Sechstal können wir gehen, wenn wir nachher später nachher mit mehr Fläche haben, ne? Oh, den muss ich auftanken. Das heißt, nachher muss ich das nachher beim Abladen gleich. Haben wir überhaupt so einen Tankwagen da? Reparaturwagen? Ich glaube nicht, oder? Was wir machen können, wir könnten das gleich mal düngen. Damit es die Wachstumsstufen reinbekommen. Das heißt, der Düngerstein ist im Hof. Irgendwo. Denn das ist nämlich ganz praktisch. Denn mit Gärflüssig, das dauert so lange. Weil ich das heute noch aufgesehen habe. Einmal vordüngen. Dann kommt die Aussaat mit Dünger. Und dann könnten wir praktisch auch ein bisschen mehr Zeit haben, Gärreste zu herknallen. Also die beiden Felder, das wird. Naja, Hauptsache mit dem Winter. Wintererden ist einfach so kritisch. Also ein dritter Aussehen ist kein guter Ratschlag. Ausleeren. Aus damit. Was passt noch rein an Stroh? Die Lage ist fast leer. 640.000 ungefähr. 50.000 mit mir rauf. Mal kurz reparieren, sieht so krank aus hier. Ja, muss drauf sein, ja.
Futter haben wir genug. So, 70.000, zweimal noch. Ungefähr zweimal noch. Wenn du einen auf Förster machst, ist das Problem nicht so groß. Ne? Verdienst du mehr und du hast. Ja, immer Arbeit. Bei den vielen Bäumen hier. Ja, langes Rohr. Verschätzt mich jedes Mal. So. Wollten wir nicht machen. Na, nicht zurücksetzen. Besuchen, genau. So, repariert. Ich kann noch hier noch viel Zündung kommen. Ja, so passiert nicht, aber normalerweise wird die Leistung dann nachlassen, ne? Vom Ladewagen her, dass er langsam mal auflädt. Also der Regen kommt zu einer ungünstigen Zeit, also wenn nachts Regen ist, geht es auch noch in Anführungszeichen, weil dann beginnen wir der Grasschnitt, da warten wir nicht ab, bis es orange wird. Dann können wir noch die BGH füttern, in Anführungszeichen. Richtig Geld verdienen und den Rest Schulden abbezahlen, beziehungsweise zum Herbst Felder kaufen noch, beziehungsweise zum Frühjahr sein muss, noch im Wald wahrscheinlich. Weil im Wald können wir gut arbeiten im Winter. Die 400 Bäume, die wir gepflanzt haben, sehe ich zwar noch nicht so, dass wir die ernten werden, weil früher die Vierfachkarte kommen wird. Ich schaffe ungefähr pro 9 Folgen einen In-Game-Tag, also 3 Tage, also 3 Wochen, eine Jahreszeit. Ungefähr. Ja. Post. Entschuldigung. Ja, und. So. Jetzt haben wir Herbst Anfang, das heißt in 3 Wochen ist dann bei mir Oktober. Dann haben wir Oktober Winter. Also hier im Spiel. Also nicht Oktober, Winter, aber Winter ist im Spiel am Oktober. So, leer, voll. Ja, und das ist nachher. November ist ja wieder Frühling, ne? Kann man so ungefähr rausrechnen, ne? Dann, es würde sogar ideal sein, weil dann hätten wir es. Ja, dann ist das mit der Grasaussaat auch Blödsinn in Anführungszeichen, aber gut. Also im Grunde hoffe ich ja noch, dass wir noch im Herbst noch einmal Gras mähen können. Also ich würde auch im Winter mähen, wenn es gelb wäre und das würde sich mähen lassen. Rein theoretisch, wenn es reif ist und kein Schnee liegt, dann kann man auch Gras mähen im Winter. Theoretisch, mal für die BGH ist es doch scheißegal. Da ist doch Hauptsache, es ist ein bisschen isoliert. Ne? Also, es war nicht so wertvoll wie im Frühling, aber für die BGH ist es ewig frisch.
Für die Kühe will ich so eine Silage nicht anbieten, die jetzt, na, verfault kann man nicht sagen, aber die ist halt, noch tot, kann man sagen, ne? Stirbt ja ab im Winter, mehr oder weniger. Im Frühling kommt alles neu. Aber ist ja so, das ist der Taganzeige ist etwas, naja gut. Ja, jetzt parkt er wieder richtig, wie er sein soll. Also aber gut. Dass die, also das finde ich super von Crossplay, dass er entsprechend von der Frucht rausfährt. Was der normale Helfer ja nicht macht, ne? Das heißt, es ist ganz schwierig. Ich meine, gut, hier ist das so, dass die Richtung passt. Irgendwo in Thüringen ist das wieder nicht so, da ist wieder mehr Freizügigkeit. Also da fährt nicht so sehr nach Nord, nach Süd und so. Das ist, oder Ost-West. Aber ist auch okay. Das ist nur ein Helfer ungünstig, ja, weil du bist im Prinzip. Du musst ja anpeilen, wo richtig Richtung fährt und so. So, dann ist der praktisch voll. Wollen wir nicht so sein. Fahren wir den zu Hof, dann soll ich jetzt einen anderen Traktor auf dem Weg. Aber das macht nichts. Dann tanken wir es voll. Und derzeit, wo er tankt, können wir dann entsprechend schnell rüberlaufen und eine Krähe hier bloß. Aber jetzt fahren wir nicht von da ran, das ist blöd. Noch kein offizieller Weg. Also, na, Getreide wackelt auch ein bisschen, ne? Die Silage wackelt stärker. 56,8 Tonnen. Das stimmt. Mein Getreide ist an sich nicht leicht. Ja, die ist da hinten. Die Tankstelle ist da hinten. Also ich glaube, ich habe hier keinen Reparaturwagen bzw. Reparieren tun wir aber nicht. Zum Tanken. Gut, dass die Tankstelle automatisch geht. 380 Euro kosten Treibstoff. Naja, geht ja. Schnäppchen. Es raucht. Oh, Tank ist voll, die Sorge haben wir nicht mehr. So, meine erste Ernte in dieser Jahreszeit. .000 Euro mehr im Konto und dann werden Schulden. Ja. Nach der Ernte werden wir gleich mal die BGH beliefern. Ach, Stroh sammeln wir nicht mehr. So viel Stroh haben wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht. Verkaufen, das lohnt sich nur echt nicht mehr. Oder wir pressen ein paar Ballen. Was kostet. Ach, jetzt ist ja nur noch als Ballen verkauft, ne? So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein.
Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn ihr euch morgen wieder reinschaut. Dann seid mal tschüss und wegen Wickel. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.